geht ja zurück auf diese Zeichnung, die wir hier auch noch projiziert haben von Max Peintner, der eben 1970 wirklich diese Vision hatte, dass es eines Tages so weit kommen könnte, dass wir Natur anschauen, nur noch in zugewiesenen Orten. Also sprich jetzt wie so eben als Beispiel in einer Kraterarchitektur wie in einem Stadion. Also das, was wir seit Jahrzehnten schon machen im Zoo mit den Tieren oder den bedrohten Tieren, dass das mit der Natur passieren kann. Wenn man mich fragt, wann ist das Projekt erfolgreich, das sage ich immer das Gleiche. Es ist dann erfolgreich, wenn A, dieses Bild um die Welt geht und vor allem, was noch viel wichtiger ist, dass es in den Köpfen hängen bleibt mit all den verschiedenen Aspekten, die wir vorhin angesprochen haben. Dass es vielleicht sogar dazu führt, dass der eine oder andere, auch für sich persönlich da gewisse Konsequenzen herauszieht.